Randy. Wenn ich nicht Gutscheine gehabt hätte, hätte ich sie mir auch nicht geholt. Aber die Randy, die war einen Tag bei mir und sonst hatte ich dann die auch gleich mit auf den Messplatz genommen, gleich durchgemessen, gleich gemacht, gleich eingestellt. Und ja, genau, und ist halt jetzt im Exportmodus gesetzt. Und daher, aber wie gesagt, ich bin auch mit dem Resident soweit zufrieden. Im Auto habe ich natürlich, weil vom Platz her habe ich jetzt keine Resident, da habe ich die TRT 2000H drin. Die spielt aber auch super. Ja, und genau, da gibt es auch schöne Geräte. Ne? Und vor allem mit 10 Watt. Wenn du auf der Autobahn bist, ist das optimal, weil dann hast du auch mal Reichweite. Aber jetzt hier, ich sende jetzt hier quasi nur mit, Moment, mit 2 Watt auf mein Gateway. Gut, mein Gateway steht auch nicht weit von mir entfernt, deswegen zurück zu dir, Christian. Ich war ja eigentlich auch hoffentlich gegangen, habe das Funkgerät, um diesen Trucker-Funk mitzubekommen oder mitzufunken. Und was ich tatsächlich festgestellt habe, das ist zumindest in Bonn so, wenn die Straßenmeisterei im Straßenmeisterei auf der Autobahn kurzfristig arbeiten muss und eine Spur oder so sperrt, dann wird von mir auf der Frequenz 9 AM-Modulation immer so mit leicht kindlicher Stimme: Achtung, Gefahrenstelle! Achtung, Gefahrenstelle! Das ist total genial. Also, dass sie daran echt. Leute, die intimen Gespräche mitzubekommen.